setzen wir unsere Reise fort. Weiter geht's! Jawohl, besser hätte ich es gar nicht sagen können. Und wir starten einfach mal direkt los. Wollen wir hier campen? Was? Nein, hallo? Wir waren da doch gerade eben. Ja, sage mal. Und wir sehen es oben rechts. Wir haben noch ein paar Chocobos. Also wir haben noch die Chocobos ein paar Tage. Huch. Aber erstmal wird gekämpft. So. Oh, ich muss hier wieder mit der Steuerung klarkommen. Ja. Natürlich. So. Ich wollte eigentlich hier nur ein bisschen Energie wieder zapfen. Yo. Genau. Das ging hier. Chocobos rufen. Und die haben wir ja geholt. Das finde ich so cool immer noch. Sind ja mittlerweile Stufe 2. Und wir können auch traben und wir starten einfach direkt los und galoppieren einfach mal. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal hier auf weiter Flur, holen die nächste Erkennungsmarke. Nanu. Moment, lieber Chocobo, ich würde gerne... Hallo? Absteigen? Hallo? Ah ja, okay. Ist bald kleiner. Ja, bald wie in 2 Sekunden. So, es geht gleich wieder voran. Ja, so. Vollgas geben. Über die Prärie. Ah, ist eine echt schöne Landschaft hier. Oh. Komm. Das können wir noch eben machen. Nein! Nein! Niemals kriegen die uns. Du wolltest doch was, oder? Gegner markieren, zack, zack und zack. Ja. Oh, da sind noch ein paar. Nicht nur anfeuern, auch kämpfen, Leute. So. Hä? Das hört ja gar nicht auf. Oh nein, wir sind in einer Endlosschleife gefangen. So. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Hättest du mal richtig mitgekämpft? Ah, immer nur am Meckern. Immer nur am Meckern. Was soll denn der Zaun hier? Kommen wir da drum rum? So, wir holen mal genau unseren gefiederten Freund. Los, Kleiner. So, und suchen mal einen Weg darum. Müssen wir da hoch? Nee, das geht schon so, oder? Was ist da überhaupt eingezäunt, genau? Eine andere Zivilisation, ich weiß es nicht. Finden wir auf jeden Fall alles noch raus. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja ganz viel Zeit. Oh. Na. Ah. Apropos Zeit, die nehmen wir uns auch natürlich für unsere Kollegen hier oben. Oder da unten. So. So. Das war einfach. Da ist er wieder. Ja. Also dann? So. Das war der Aufsitztanz. Der ist sehr legendär hier in Final Fantasy. Im Sonnenier. Das ist der Tanz des noctischen Thronprinzen. Der jetzt ja auch König eigentlich ist. Da hinten haben wir wieder größere Tiere. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Nacht? Guck mal, schon wieder das Geflirte. Oh, na toll. Oh, nein, 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 nein. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht. Es sind einfach noch viel zu viele.
es ist einfach viel zu viele. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folge, wo wir einfach die ganze Folge lang gegen solche Leute gekämpft haben. Ah ja, komm, hau doch ab. Hau doch ab. Ich bin im Urlaub. Ich bin im Urlaub, Krieg ist woanders. Nicht bei mir. Nicht bei mir, ja. Einfach fliehen. Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal. Dafür nehme ich mir jetzt heute mal nicht Zeit. Für alles andere ja, aber dafür nein. Nein, danke. Was haben wir hier eigentlich? Kriegen wir eigentlich Kilometergeld für die Chocobos? Ich weiß nicht. Erstmal fein absteigen. Oh, die folgen uns. Gibt's ja nicht. Vorwärts. Ja. Auf jeden Fall. So. Das sind unsere Chocobo. Hallo? Was war denn das? Ach, wir sind vergiftet. Na toll, wir sind vergiftet. Ja, komm. Kopfschmerzen kannst du wann anders haben. Wir sind natürlich immer noch vergiftet, aber da können wir gleich natürlich, ja. Was auch immer der Prompto gerade hat, der ist wahrscheinlich auch vergiftet. Ich will dir nicht die Show stehlen. Natürlich, wir kriegen Kilometergeld und werden bezahlt in FP. Sehr gut. So, wir sind gleich da. Ach stimmt, die Erkennungsmarke haben wir ja schon gesucht. Wir müssen sie nur noch zu Dave bringen. Oh, Stufe 3, Chocobo. Ausdauer und Tempo deines Chocobos sind gestiegen. Sehr geil. Obwohl ich die Ausdauer und das Tempo schon sehr gut fand eigentlich. Echt angenehm. Ja, das stimmt. Da hinten dürfte er sein. So, an der Tanke. Vorbei, hier. Ui. Mal, Dave, danke. Wir haben Chocobo. Und auch nicht mehr vergiftet. Sehr schön. Eure Mühen haben sich ausgezahlt. Und eine rastlose Seele findet endlich Frieden. Ja, ist es ein Hobby, das befriedigt? So Erkennungsmarken sammeln? Ich weiß nicht, Dave. Du hast ja einen treuen Begleiter immer bei dir. Das ist auch schön. Naja, okay. Wir haben noch folgende Aufgaben. Und zwar die Eillieferung. Ich weiß nicht, den... Dass sich bei jedem Scheiß erschreckt. Also wirklich bei jedem Scheiß erschreckt er sich. Das will ich mal... Ich weiß nicht. Das haben wir jetzt schon oft genug gemacht. Diese Tomaten bringen. Dann für den auch noch Viecher töten. Ich weiß nicht. Das wird irgendwann auf Dauer eintönig. Vielleicht sollten wir mal hier in die Stadt gehen. Ist auch hauptquestmäßig mal wieder was. Magieflakon, was? Achso, die Belohnung, cool. Hier, ach, das können wir uns auch noch ansehen, aber Stufe 16. Das ist für später nach dieser Hauptquest eigentlich gedacht. So würde ich das jetzt mal sehen. Dann machen wir mal die Hauptquest. Ne? Wir haben ja noch Zeit. Und, so, Fertigkeiten. Ich gucke mir nochmal die Punkte an. 46 schon wieder. Können wir eigentlich wieder vergeben. Boah, da haben wir ordentlich schon verteilt. Da haben wir wirklich schon ordentlich verteilt, meine lieben Freunde. Die kosten alle 99. Boah, 333 FP. So, Schnappschuss erlaubt Prompto im Kampf zu fotografieren. Effektdauer.
F4-Sieg. Ja, Chocobo-Rennen, das können wir, das machen wir wahrscheinlich noch viel später. Dafür haben wir dann auch noch Zeit für jeden gefangenen Fisch. Wir sollten mal wieder angeln gehen. Ich sage das wahrscheinlich voll oft. Ich weiß nicht, aber machen wir auf jeden Fall noch. Oh, 99, das sollte uns erstmal nicht interessieren. Schmerzhafter. Was haben wir hier? 48. Ach. Da haben wir noch nichts gemacht in Richtung Magie. Verleiht jedem synthetisierten Zauber zusätzlich 10 Kraftpunkte. Das ist nicht schlecht. Elementare Empfänglichkeit. Erhöht die Menge elementarer Energie, die Noctis absorbieren kann. Dann werden sie natürlich noch stärker. Okay, ich würde mal sagen. Na. Ich weiß nicht, ich bin mir da immer so unsicher, aber das sind ja keine so große Entscheidung jetzt so am Anfang vor allem. Komm. Mal wieder ein bisschen kommandomäßig weiter aufpimpen. Ja, das kann man mal machen. So, das kann man mal machen. Und ich würde sagen, wir machen mal hier weiter mit den Quests. Sollen wir da mit dem Chocobo hin? Das sind 2 Kilometer, ich weiß nicht. Das könnte halt ein bisschen dauern. Die haben auch keinen Bock mehr zu laufen. Wir haben halt die Chocobos noch 5 Tage. Unser Auto steht mitten im Nirgendwo. Wir können es eigentlich... Ups. Wir können es ja eigentlich rufen. Verraffe ich das immer wieder? Egal. Komm, für 100 Gil machen wir mal. Immerhin kriegen wir auch FP für ein Regalia für die zurückgelegten Distanzen. Da kann es uns völlig egal sein, ne? Rein theoretisch. Weiter! Weiter! Na, weiter. Sieh mal einer an! Stopp! Die gute Kidneybohne wieder. Tschüss, seid vorsichtig! Die kriegt sicherlich überall Vergünstigungen. Ja, steigen wir doch mal ein. Automatisches Fahren. Ja, komm. Heute sind wir bequem. Ganz locker, easy, Leute. Lass uns doch mal hier zu Iris. Hä? Okay. Ja, eigentlich so ein Parkplatz in der Nähe, ne? Da kann man doch auch parken, ne? Warte mal, ganz kurz so die Parkplätze, das muss ich mir auch nochmal anschauen. Wir waren noch an so viele Orte, die uns noch fehlen eigentlich. Ja. Das ist eigentlich ja passend. Lasst nichts liegen. Okay. Das war sehr bedrohlich. Wir machen mal die Musik an. Was haben wir sonst so? Alles von Brotherhood, die Musik. Was haben wir noch? Justice Monsters. Unser Lieblingsspiel auf dem Retro-Gerät in jeder Bar. In jedem Restaurant finden wir dieses geniale Spiel. Justice Monsters 5.
Könnt ihr euch übrigens auch als App herunterladen fürs iPhone, für iOS und natürlich auch für Android-Geräte. Zumindest glaube ich das. Unglaublich, was es alles für dieses Spiel gibt. Also für Final Fantasy gibt es einfach noch Final Fantasy A King's Tale. Dann gibt es noch natürlich Justice Monsters. Und ob es noch was gibt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall halt noch den Anime, den Film, habe ich ja schon des Öfteren erwähnt. Und ich freue mich auch schon auf die DLCs hier für die einzelnen Begleiter, für den Ignis, der hier fährt, den Prompto als Beifahrer und den Gladiolus da hinten neben Noctis. Na no? Mal, hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Mehr von Ignis, mehr von Gladiolo. Von uns? Ich weiß nicht. Eigentlich alles wie gehabt, ne? Finde ich ganz nett so. Weniger von eigentlich Ignis. Nicht. Mach einfach weiter wie immer. Okay, ganz wie du wünschst. Prompto wird auch weiterhin alle gleich oft fotografieren. Ich finde das ganz gut. Diese Musik, diese... Oh, Gesundheit, Gladio. Der muss mehr laufen, sonst wird er noch ganz krank. Aber die Gegend gefällt mir auch wieder. Wieder komplett anders. Am Anfang so Wüste und jetzt so ein... Ja, so ein Wald mit ein paar Bergen. Oh, ist da eine Höhle? Nee, glaub nicht. Okay, Nanu, eine Blockade. Ah ne, da müssen wir gar nicht abbiegen. Boah. Nanu? Ja, genau was du gesagt hast, Prompto. Genau das, was du gesagt hast. Man hat zwar kein Wort gehört, aber okay. Beeindruckend, den Meteor mal von nahem zu sehen. Ja, das Ding brennt! Und Titan stützt ihn von unten. Moment, ich dachte, den gibt's nur im Märchen. Laut Historikern kämpften die sechs Götter schon immer an der Seite der luzischen Könige. Echt jetzt? Echt jetzt. Bei Nocts Anblick schwer zu glauben. König ist nicht gleich König. Ja, lach. Ach, mir gefällt das so. Man erfährt, auch allein durchs Rumlaufen, durchs Rumfahren, erfährt man so viel. Das ist voll cool. Und was da hinten? Das sieht aus wie so eine Gondelbahn. Oh, Tunnel. Kennt ihr das? Tunnel, Luft anhalten. Das mache ich natürlich nicht. Irgendwie echt schön, wie die Stadt wohl aussehen mag. So, ich mache mal die Musik anders. So, auf eine Frage muss nur eine fragenstellende Musik kommen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie die Musik aussieht. Oh Gott, ich bin schon... Wie die Stadt aussieht. Alter! Stadt, was? Nach langer Zeit wieder mal eine Großstadt. Oh, eine Seilbahn! Ich frag mich, wohin man damit wohl fahren kann. Alter! Erstmal parken hier. Okay, Leute, jetzt lernen wir zu parken. So, rückwärts. Ganz schön heiß hier. Sollten uns ein kühles Plätzchen suchen. Gönnen wir uns heute ein klimatisiertes Hotelzimmer? Oh, mit Sicherheit gibt es eine adäquate Unterkunft in der Nähe. Wow. Da hinten, Alter. Die zwei, die Zwillinge da unten. Hä? Grüßen. Hallo. Ach, guck mal. Das finde ich hier klasse. Alter, guck dir das mal an. Das ist richtig belebt hier. Bevor wir natürlich die Quest machen, würde ich mich echt gerne mal hier umschauen. Vielleicht können wir da vorne noch ein Foto machen und, willst du dir das mal ansehen? Was denn? Die Dame hier? Die leicht begleitete Dame. Hallo. Wo ist er? Achso, da hinten.
Achso, das willst du dir ansehen, natürlich. Ich weiß gar nicht, was hättest du so ein anderes meinen können. FM und A-Pfefferschoten, bester Kelbasspfeffer aus Duskai, schmackhaft eingelegt. Sieht gut aus. Dann mach das doch. Entschuldigung. Vielleicht können wir hier irgendwo noch ein Foto machen. Hier, das sieht doch so einladend aus für... Genau. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Ja, natürlich. Aufnahme. Oh, großartig. So. Sieht so lecker aus, ist das schwer. Genau, und mit einem Foto würde ich sagen, endet diese Folge von Final Fantasy 15. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.